Ja, hier sind wir wieder zum Lumpis Fußballorakel, die zweite. Beim letzten Mal hat das ja wunderbar geklappt mit dem Sieg über Portugal. Und jetzt heute mit dem Spiel gegen die Niederlande wollen wir das nochmal probieren. Und schauen wir mal, wie die beiden reagieren werden. Ja, unser Elefanten-Orakel Shahrukh und Shanti haben jetzt natürlich eine klassische Pattsituation hier erreicht. Tolles Unentschieden, denke ich mal. Vielleicht so ein schönes 2-2 oder ein 3-3 wäre natürlich super. Sieg für Deutschland wäre ideal gewesen. Aber mit dem Unentschieden bin ich auch zufrieden. Und ich denke mal, damit kann Deutschland auch ganz gut leben.